Ja. So, dort seht ihr den Start der Mauer. Ich kann jetzt leider nicht die Mauer rechts vorbeifahren, weil das gerade eine Kirmes oder ein Kerber ist. Und dort kann man, ab hier kann man 2,4 Kilometer begehen von insgesamt, ja, 3,5, die Mauer lang ist. Wir fahren jetzt hier das jüdische Viertel entlang. Hier hat man die Juden nach dem Pogrom von 1293 wieder im Jahr 1371 angesiedelt gehabt. Das jüdische Viertel existierte so bis in die Bauernkriege, also bis in die 1520er Jahre. Links haben wir ein Häuschen und kein anderer als Papst Franziskus I. hat hier gelebt. Im Jahr 1986 hat er hier Deutsch gelernt. 3 Monate war er hier zu Gast in unserer Stadt. Rothenburg ist zwar evangelisch, aber damit immer noch Papst, ne? Ja, genau, ne? Hier haben wir die ehemalige jüdische Talmud-Schule gehabt. Dort konnte man bis 1293 noch Rabbiner werden. Im Zuge des Pogromes wurde hier auch Hauptrabbiner Rabbi Mia ben Baruch Mara aus der Talmud-Schule gezogen und dann unterhalb des gotischen Rathauses in den Hungertod geschickt. Sein Leichnam hat man an die Gemeinde Worms verkauft für 1200 Kreuzer, die ihn dann würdig bestattet hat. Links haben wir das Stadtgefängnis, war von 1250 bis 1844 in Betrieb, heute das Stadtarchiv.
mitten auf der Straße. Er ist in seiner Welt. Ja, total. Ist ja nicht so, dass man rechts und links Gehwege hätte, aber egal. So, dort könnt ihr raufsteigen, wenn ihr wollt. Da wollen wir, ja. Ja, also am besten geht ihr hier hin, wenn ihr nämlich Höhenangst habt. Das ist nämlich der Marktplatzturm. Ja. Da muss man durch so ein Fenster und das ist dann schon wackelig. Also ich kann es nicht. Genau, ja. Weil da steht auch, dass es geschlossen ist. Ah ja, dann geht ihr da lang. Ja. Kostet 3,50 Euro, glaube ich, oder 4 Euro. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir wollten, wir sind gerade dort hin. Und dann haben wir sie gesehen. Dann haben wir gedacht, wir machen das, bevor sie weg sind. So machen wir das. Und vor allem, jetzt habt ihr alles leer noch. Genau. Ohne dass euch jemand nervt. Das ist herrlich, weil heute habt ihr gutes Wetter erwischt. Ja, ihr habt gutes Wetter erwischt, das muss man sagen. Ne? Die schönste Stadt in Deutschland, okay? Ja, Dünkelsbühl behauptet zwar, dass sie auch schöner sind, aber stimmt nicht. Bei Rotenburg ist die schönste, ja. So, schaut mal ganz stark nach rechts. Dort befindet sich die Gerlach-Schmiede aus dem Jahr 1649. Die gleichnamige Familie wohnt auch noch in dem Gebäude. Seit 375 Jahren wohnt sie dort. Seit über 12 Generationen wohnt sie schon dort. Wow, das ist echt Hammer. Schau mal, wie das halt romantisch ist, gell? Wunderschön. Herrlich, ne? Sieht ein bisschen aus wie Hänsel und Gretel aus, ne? Ja. So, viele denken, Rotenburg hat eine große jüdische Geschichte und dann hängt hier auch gleich natürlich so ein Davidstern. Allerdings muss ich euch erzählen, dass dieser Stern nie was mit dem Judentum zu tun gehabt hat. Das hat was mit dem Bierbrauen zu tun. Das ist ein sogenanntes Zügezeichen, ne? Das sind wir. Wir mögen Bier. Ja, wenn ihr auch München seid zum Beispiel, ja. Oder ihr geht dort ins Eyinger, dort seht ihr auch diesen Stern. Genau, das stimmt. Und dieser Stern hat einfach nur was damit zu tun, dass er Reinheitsgebot ist. Gerste, Hopfen, Malz, Feuer, Wasser, Luft und mehr darf ein Bier nicht haben, auch Reinheitsgebot. Gestern waren wir in Bayreuth. Bayreuth, ja? Und dort sind auch viel Bier. Genau, war dann wir waren im Museum von Bier, das war Habt ihr euch dann auch mal Bamberg angeguckt? Bamberg ist auch sehr schön. Ja, ne? Waren wir. Ich war vor was machst vielleicht du? 14 Jahre oder so. Aber ich war dort, weil ich jemand ins Gefängnis besucht habe. Ja? Deswegen, ich habe nichts. Ja, so, deswegen. Ich will nicht wieder dort. Da verstehe ich, da hat man das mal vorbelastet. Ja, genau. Hm? Und er war vor ein paar Wochen, glaube ich. Kann auch sein, manchmal. Ich glaube, das Auto war relativ neu. Das hat er wahrscheinlich irgendwann mal wie neu gekauft, gebraucht und jetzt ist es wirklich gebraucht. Ja. Dort vorne seht ihr übrigens den sogenannten Faul- oder Hungerturm. Dieser Turm, dort hat man Leute bestraft, die ein Gewaltverbrechen begangen hatten oder auch eine Vergewaltigung oder sowas. Ja? Dort hat man die reingesperrt und dann sind sie nicht mehr rausgekommen. Derjenige, der da reinkam, stand quasi im verwesenen Gerippe seines Vorgängers. Ne? Das sind quasi Gesetze, die man noch heute in Deutschland brauchen könnte, oder? Ja, auf jeden Fall. Ach ja. Hier, das ist relativ zerstört, der Teil. Ihr seht, die Häuser sind recht gerade. Alles ist ein bisschen steril, zwar nicht so, nicht hässlich, aber die Häuser sind einfach modern. Sehen Sie? Ja, genau. Rotenburg wurde ja zerstört am 31. März 1945 von den Amis. Also ich sag euch mal was, ein Geheimnis. Ich bin kein Bayer, ich bin Berliner. Ne? Okay. Und ich halte Berlin nicht besonders aus dem Grund, weil ich ja keine drei Geschlechter habe. Ja? Also das heißt, Berlin ist für mich verbrannte Erde. Ja, das funktioniert nicht mehr. Das ist eine ganz andere
eine ganz andere Dynamik. Zeit, genau. Es ist furchtbar. Ich war jetzt im Sommer da, versuche so selten wie möglich hinzufahren. Und Rothenburg, das ist der neue Sitz meiner Eltern. Ja? Okay. Und ich habe Familie in, halt, ich habe meine Familie in München und bin immer nur hier eigentlich zum Wochenende. Ja? Dass ich heute mal hier bin, das ist ein quasi, weil ich eigentlich hätte schon längst in München sein müssen, aber mein Kollege ist krank geworden, deshalb bin ich heute mal für euch da. Ja? Das habe ich halt mit meinem Kollegen aufgebaut, mit dem Auto, und ich mache eigentlich am Wochenende, der macht unter der Woche. Aber was soll man machen, wenn er krank geworden ist, ne? Ja, Kutschen haben sie ja hier quasi mehr oder weniger verboten, weil die Kutschen an sich ja nicht so gutes Image, ne? Tierquälerei und dergleichen, ja. In Wien, wo wir waren, wo es Salzburg da gibt. Ja, da gibt es ganz viel. So, vor uns befindet sich das Spital. Die Heiliggeistkirche ist ein bisschen älter. Und die wurde dann nach dem Bau des Spitales eigentlich nur noch dafür benutzt, um die Totenmessen zu lesen. Derjenige, der damals ins Krankenhaus kam, kam meist nicht lebendig mehr raus. Das war dann mehr so eine Art Hospiz. Ja? Er versteht nicht so gut Deutsch, deswegen spricht er nicht das Problem. Nein. Wir werden ihm später das erklären alles. Er versteht ein bisschen, aber nicht so, weil er ganz neu in Deutschland ist. Woher kommt ihr denn? Welche Landsmänner seid ihr? Wir kommen aus Bosnien. Aus Bosnien seid ihr? Ja. Also meine Tochter ist geboren hier. Sie ist sozusagen geborene Münchnerin. Eine Münchnerin? Yes. Und sehr stolz darauf. Natürlich, München ist auch die schönste Großstadt Deutschlands, da kann genau, man das auch sagen. Genau. Du hast doch alles in München. Guck mal, du hast die blauen Seen, die Berge, die Landschaften, tolle Städte drumherum. Ich sag eigentlich im Prinzip, alles ist sinnlos außer Bayern in Deutschland für mich. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schaut mal hier rechts, das ist die sogenannte Rossmühle, eine von Rössern betriebene Mühle aus dem 13. Jahrhundert. 8 Pferde haben hier auf 2 Etagen insgesamt 4 Mühlsteine gedreht. Heute Jugendherberge. Ja, dieser Teil ist evangelisch. Generell auch Augsburg oder sowas, ist auch alles evangelisch. Das weiß ich, aber nicht gewusst. Katholisch sind so Städte wie Regensburg, Passau, München und dergleichen, ja. Aber die Würzburg katholisch, Richtung Frankfurt ist auch wieder sehr katholisch. Aber dadurch, dass dieser Staat Franken oder diese diese Reichsstädte von Franken erst 1806 zu Bayern eingegliedert worden sind, haben die Religionen einfach behalten. Ja.
So, das ist das Blönlein. Und so stellt sich Amerikaner, Japaner, Deutschland vor, ne? Eine der meist fotografiertesten Plätze in Deutschland. Oh, verzeih mir, ich wusste noch nicht, dass ihr fertig seid. Das ist übrigens die letzte katholische Kirche innerhalb der Stadt. Das ehemalige Johanniterkloster beherbergt heute das Kriminalmuseum, das Foltermuseum der Stadt. Ne? Würde ich auf jeden Fall reingehen, es wird halt die Hexenverfolgung thematisiert und dergleichen. Das ist sehr, sehr spannend. Ne? Wir fahren gleich auch über den alten Stadtgraben und die Außenfassade dieser Kirche war mal ein Teil der Stadtmauer aus dem 12. Jahrhundert. Also die Stadt wurde mehrmals erweitert. Auch das jüdische Viertel, wo wir waren, ne? Das, wo wir dort durch die Kirche durchgefahren waren, war im Prinzip ein Stadtgraben. Ja? Wenn ihr dort hochgehen würdet, würdet ihr wieder ins ehemalige Judenviertel kommen. So, dort sehen wir schon das Kriminalmuseum. Und dort seht ihr die sogenannte Bäckertaufe. Hat ein Bäcker zu kleine Brötchen gebacken, kam er da rein und wurde in fauliges Wasser oder Jauch getunkt. Auf einmal sehr viel Verkehr heute los, ja? Ja. Rechts befindet sich die mittelalterliche Trinkstube zur Hölle. Das älteste Haus von Rothenburg, sagt man. Ja, da muss man reservieren, aber ab 17 Uhr haben die wieder auf. Gibt halt fränkische Küche, so Schäufele und so. Das Landwehrbräu hier aus der Region. Es ist sehr, sehr süffig, muss man sagen. Landwehr, ja. Genau. Wir haben ja, in Reichelshofen gibt es auch eine. Genau. 8 Kilometer weiter, so ja, knapp. Klar, ihr könnt da übrigens essen gehen, das ist sehr gut. Man geht da, wir gehen da gerne essen, die Rotenburger. Okay. Und die Rheinische essen gehen, da ist auch Essen. Thank you.
Geschafft. Hier unten befindet sich die Marienkapelle. Da unten, das war dann ab den Bauernkriegen das sogenannte Pestellarium, das Seuchenhaus der Stadt. Das hat man quasi die Leprakranken hingebracht. Vor uns befindet sich der sogenannte Burggarten. Der Burggarten war die ehemalige erste Siedlung von Rothenburg, gegründet von den Grafen von Comburg. Das Wort Rothenburg kommt von Roden. Wenn man Holz abgeschlagen hatte, hatte man das gerodet. Und man hat das gemacht, um besser ins Tal einsehen zu können. Du? Hier rechts befindet sich das Franziskanerkloster aus dem 12. Jahrhundert. Dort sehen wir das Hotel Eisenhut. Dort gibt es Sonnenterrassen. Da kann man, wenn sie aufhaben, sich hinsetzen. Und das ist nicht touristisch, das ist sehr schön, sehr ruhig, sehr privat. Würde ich empfehlen. Gleich daneben befindet sich das Weihnachtsdorf Käthe Wohlfahrt. Im Prinzip einer der großen Touristenmagneten hier. So, da wären wir wieder. Ich hoffe, euch hat gefallen mit mir. Ja? War sehr schön. Natürlich. Fotografieren? Ja. Das machen wir.